Ich habe schon mal so ein ähnliches Video gemacht, vielleicht können sich ein paar von euch erinnern, und zwar die 15 gruseligsten Aufnahmen von Jägerkameras. Nun habe ich 5 extrem gruselige weitere Bilder entdeckt, die ich euch unbedingt zeigen will. Falls ihr den ersten Teil noch nicht kennt, schaut den unbedingt zuerst, erster Link in der Videobeschreibung. Hallo zusammen. In tiefen Wäldern werden immer wieder von Jägern und auch von Förstern Kameras angebracht. Diese dienen im Normalfall dazu, die Häufigkeit der Tiere abzuschätzen. Denn die Kamera löst sich nur aus, wenn sich etwas bewegt. So werden immer Fotos von allen Tieren gemacht, die quasi die Kamera passieren. Doch die folgenden Fotos sind eindeutig nicht von irgendwelchen Tieren, sondern zeigen, was sich alles Gruseliges nachts durch den Wald treibt. Manche Jäger, die sich die Aufnahmen angesehen haben, haben darauf Schockierendes entdeckt. Nummer 5. Ein Mann aus Georgien berichtete, immer wieder ein seltsames Leuchten im Wald rund um seinen Hof zu sehen. Natürlich glaubte ihm das niemand. Um selbst der Sache nachzugehen, hat er sich ein paar Wildkameras gekauft und diese rund um sein Grundstück angebracht, um so vielleicht einen Hinweis auf das seltsame Leuchten zu finden. Und tatsächlich, auf einer Kamera wurde dieses Bild hier gefunden. Es sieht aus wie eine menschenähnliche Gestalt, allerdings hell erleuchtet. Manche meinen, hinter dem Menschen Flügel erkennen zu können, und es sieht aus, als würde der vermeintliche Mensch einen Zauberstab halten. Die meisten gehen deshalb davon aus, dass es sich um eine Art Engel, Fee oder um einen Geist handelt. Was denkt ihr, was das ist? Nummer 4. Auf diesem Bild von einer Kamera mitten in der Nacht auf einer Lichtung erfasst, sieht man ein Reh und im Hintergrund ein seltsames Licht, das über dem Boden schwebt. Hierbei ist unklar, ob sich die Kamera wegen dem Reh oder wegen dem vermeintlichen UFO ausgelöst hat. Auffallend ist jedoch, dass das Reh dieses UFO scheinbar auch entdeckt hat und anstarrt. Leider gibt es nicht mehr Bilder davon, weil diese Wildkameras nur in gewissen Abständen Fotos machen können, um nicht dasselbe Tier mehrmals zu erfassen. Nummer 3. Was auch immer das sein soll, ich habe keine Ahnung, aber es sieht unheimlich aus. Es wirkt wie irgendeine verkrüppelte Gestalt, ähnlich wie ein Monster. Es wirkt auf mich auch nicht sehr menschenähnlich. Oder vielleicht doch ein Mensch mit einer Maske, der irgendwie duckend geht. Keine Ahnung. Jedenfalls hat sich das Ding an der Kamera vorbei bewegt, sodass die Kamera dieses Bild gemacht hat. Extrem gruselig, und was denkt ihr, könnte das überhaupt sein? Nummer 2. Dieses Bild wird oft als Fake bezeichnet. Jedoch konnte bis heute noch niemand einen eindeutigen Beweis für einen Fake finden. Man sieht darauf eine Art Mothman oder dämonische Kreatur, vielleicht sogar den Jersey Devil. Sieht jedenfalls extrem unheimlich aus. Nummer 1. Schaut euch mal diese Kreatur an, die von einer Wildkamera erfasst wurde. Es soll sich dabei um einen sogenannten Skinwalker handeln. So einem Teil möchte ich auch nicht unbedingt nachts begegnen. Was haltet ihr von den ganzen Bildern? Habt ihr Ideen, was das sein könnte? Und welches Bild fandet ihr persönlich am gruseligsten? Schreibt's gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch einen Teil davon sehen wollt, dann lasst einen Daumen hoch da und teilt das Video unbedingt mit euren Freunden, so weiß ich gleich Bescheid, und außerdem hilft mir das auch sehr wegen dem YouTube-Algorithmus. Hier könnt ihr noch die Glocke aktivieren, so verpasst ihr auch garantiert keine neuen Videos mehr. Und hier links kommt ihr noch zum ersten Teil der gruseligen Wildkameraaufnahmen und rechts zu einem weiteren gruseligen Video. In der Mitte könnt ihr außerdem noch ganz bequem abonnieren. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.